Außer, dass man jetzt das Desinfektionsmittel verwenden muss und mit der Maske reinkommen muss, aber sonst ist es das Gleiche. Das Bier schmeckt noch immer gleich und von dem her angenehme Atmosphäre, es passt alles. Mir geht's auch gut. Eigentlich voll froh, mal wieder raus zu können, mit Freunden was trinken zu können. Und ja, das mit den Abständen ist seltsam. Es ist halt auch noch unklar mit den Regelungen, wann muss man die Maske aufsetzen, wann nicht. Was ich jetzt so weiß, ist das Betreten und das Verlassen des Lokales mit Mundschutz. Wenn die Personen am Tisch sitzen, müssen sie keinen Mundschutz mehr tragen. Das ist halt schon anders und ungewohnt. Aber es ist, die Freude überwiegt, dass man wieder zusammensitzen kann. Also es ist auf jeden Fall sehr neu mit den Masken etc. Aber ich sage, es klappt eigentlich ziemlich gut. Es haltet sich jeder gut an die Maßnahmen mit dem Reingehen mit Masken etc. Aber grundsätzlich wird es auch eine große Veränderung über die Jahre werden, sage ich mal. Also ich glaube, das wird nicht sehr gleich wieder vorbei sein. Die Vorgaben mit dem Mindestabstand und mit der Personenanzahl pro Tische, was halt bei uns viele Leute sich untereinander kennen und halt nicht mehr ungezwungen von Tisch zu Tisch wandern können, miteinander sprechen können, ist halt doch für alle noch ein sehr, sehr ungewohntes Umfeld quasi. Prinzipiell ist es so, dass wir Tische umgestellt haben, sodass halt nur 4 Personen Platz haben und auch, dass der Meterabstand eingehalten wird. Desinfektionsmittel beim Eingang und auch bei den Toiletten und in der Bar natürlich. Ja, die neuen Maßnahmen, man arbeitet halt damit. Man macht das Beste daraus, man kann es nicht ändern und wir hoffen halt, dass es bald quasi wieder normal wird. Es ist halt überall, sind unter Anführungszeichen quasi die halben Plätze nur mehr, also die halbe Anzahl von Verabreichungsplätzen. Und ja, dann sind wir halt ziemlich schnell voll. Der Rückgang, den merkt man schon, es kommen die Leute halt, die sagen, sie wollen jetzt wirklich ein Bierchen trinken gehen hier ins Philosoph, aber also im Philosophen, aber ich sage mal, der Grundansturm, den man normalerweise hat, der schätze ich, bleibt schon sehr gut aus. Eine Seite sagt, bitte, ich würde gerne einfach gerade lieber den Abstand haben, die andere Seite sagt, ja, ich würde gerne lieber die Kommunikation wieder haben und das Soziale. Es ist ein kompletter Zwiespalt, kann man sagen. Die eine Hälfte sagt, ja, ich komme wieder, die andere Hälfte sagt, nee. Okay, also das heißt, du hast auch Freunde, die du heute vielleicht hättest treffen wollen, aber die sagen, sie bleiben lieber daheim. Ja, natürlich, mit der 4-Mann-Grenze oder 4-Frauen-Grenze auf einen Tisch, das kann man gar nicht vereinbaren, dass man dann jeden trifft, den man treffen will.